Ja, um jetzt einfach mal gleich zu beginnen, möchte ich kurz in eine kleine Präsentation starten. Das heißt, was machen wir jetzt in der kommenden Stunde? Also ich gehe mal davon aus, eine Stunde, 10, 15 Minuten drüber. Da denke ich mal, das ist alles noch okay. Das heißt, ich will euch was vermitteln, ich will euch was zeigen. Ihr sollt ein paar Eindrücke sammeln. Vielleicht sagt ihr auch, okay, ich kenne das Produkt gar nicht, beziehungsweise ich kenne die technischen Möglichkeiten nicht. Andere sagen, habe ich schon mal gemacht, gesehen, möchte mir das einfach nochmal anschauen. Ja, wichtig ist, wir wollen heute einfach mal am Beispiel eines Zeiterfassungsterminals in Evo 3.5 mal eine Konfiguration erstellen. Da wir ja reiner Hardwarehersteller sind, sind wir ja in der Regel der Zulieferant der Daten für alle Softwarepartner im Bereich Zeit und Lohn oder ERP. Das heißt, wir würden gern Stammdaten einmal auf das Terminal übertragen, aber natürlich auch Buchungsdaten erfassen. Und das soll einfach mal im Projekt mal kurz durchgegangen sein. Wichtig ist, ich will euch zeigen, wie einfach es ist. Ihr braucht keine Programmierer sein. Ihr müsst natürlich das technische Verständnis für einmal die Zeiterfassung beziehungsweise für gewisse Schnittstellen, aber auch einfach mal ein bisschen PC-Kenntnisse mitbringen. Das ist im Grunde das Ziel. Ja, in dieser Schulung wollen wir das einfach mal beschreiben, wirklich anhand dieses Evo 3.5. Wichtig ist, alles das, was ich euch heute zeige, ist im Grunde auch auf alle Terminaltypen adaptierbar. Kleines Beispiel, mache ich ein Setup für ein Evo 3.5, dann kann ich das nachher einfach durch einen Mausklick adaptieren, auch in einem PZE Master oder Evo 4.3 oder auch ein anderes Terminal. Das ist gar kein Problem, weil im Grunde ist die Struktur, die Logik, die sich hinter diesem Datafox Studio und dieser ganzen Matrix, die wir jetzt besprechen, die ist identisch. Ne? Das ist ganz wichtig. Das heißt, könnt ihr das eine Terminal, könnt ihr alle. Ja, die Schulungsinhalte im Überblick. Also der Schwerpunkt wird das Datafox Studio sein. Das ist im Grunde die einzigste Anwendung, die wir kostenfrei und auch für die Konfiguration und für die Parametrierung der Geräte anbieten. Das heißt, jeder kann die sich runterladen unter www.datafox.de. Es gibt auch nur eine Datafox Studio Version, in der Regel immer die neueste. Und mit der neuesten Version könnt ihr auch später alle Geräte parametrieren, ob alt oder neu. Wir werden entsprechend die RFID und Grundeinstellungen im Studio durchgehen. Wir werden Datensatzaufbau besprechen, Stammdaten und ganz wichtig natürlich die Bedienung, weil der User möchte ja am Ende an der entsprechenden Bedienoberfläche Funktionstasten drücken für Kommen oder Gehen und das ist auch ganz wichtig. Ja. Bei dem 3.5er werden wir speziell das Display-Design besprechen. Display-Design heißt, welche Tasten brauche ich, wie viele. Wir werden natürlich auch Buchen erzeugen und das Ganze natürlich dann auch testen, um zu sehen, kommt das richtig raus. Ja. Ja, wichtig ist immer, bevor man mit so einem ganzen Thema startet, braucht man auch eine Aufgabenstellung. Das heißt, ihr kennt das von euren Kunden. Wir geben jetzt einfach mal beispielsweise vor. Im einfachsten Sinne möchte ich ja Daten erfassen. Das hört sich erstmal einfach an. Ganz ohne Aufgabenstellung geht es aber nicht. Wir nehmen jetzt einfach mal ein Beispiel an und sagen, okay, ich möchte mit einem Terminal eine elektronische Zeiterfassung durchführen. Als Identifikationsmedium möchte ich ganz klassisch den Transponder verwenden. Transponder oder RFIDs müsst ihr euch im Grundjargon so vorstellen, es gibt verschiedene Leseverfahren. Es gibt so verschiedene Technologien, aber auch verschiedene Gehäuse und Sicherheitsfeatures. Wir machen das ganz easy heute. Wir nehmen dann ganz normal einen 125 kHz Transponder von Hightech. Praktisch gesehen, die Technologie, die sich hinter so einem Transponder verbirgt, kann in einer Karte oder Schlüsselanhänger stecken und ist im Grunde nichts anderes als ein Identifikationsmerkmal, um den Mitarbeiter, eine Person, berührungslos zu erfassen.
Das heißt, die ID, die hier in so einem Chip gespeichert ist, die möchten wir auslesen und die ist dann am Ende das Pendant zu dem Mitarbeiter. Ob es dann eine Ausweisnummer ist, eine Personalnummer, das ist jetzt erst einmal zweitrangig. Ja, als Aufgabenstellung hätten wir jetzt auch mal ein paar Funktionstasten, die uns im Grunde der Kunde vorgeben könnte, beziehungsweise die Zeitwirtschaft. Wir hätten zum Beispiel klassisch die Anforderungen einer Kommen-Taste, einer Gehen-Taste. Natürlich gibt es auch Abwesenheitsfunktionen, die man anbieten könnte. Das könnte zum Beispiel sein eine Dienstgangbuchung oder ich gehe in eine Betriebsratssitzung. Natürlich aber auch eine Pausenbuchung. Also alles das, was sich um die Arbeitszeit bewegt, können wir einfach mal im Beispiel erfassen. Und ich habe nochmal das Thema Salden erwähnt, weil die Saldenabfrage ist ja eine Information, die ich dem Mitarbeiter geben möchte. Und da ist es auch die Möglichkeit, am Terminal zu sagen, ich habe Stammdaten, die Stammdaten biete ich an. Der Mitarbeiter kann zum gewünschten Zeitpunkt seine Salden, Überstunden, Gleitzeit oder ähnliches am Terminal abfragen. Ja, damit wir auch gleich ins Projekt starten, würde ich als erstes mal einen Datensatzaufbau mit euch besprechen. Datensatzaufbau ist natürlich sehr softwarelastig, das heißt, hier hangeln wir uns wirklich an einem Beispiel lang. Wichtig ist, dass ihr die Inhalte, die Möglichkeiten einfach mal versteht, vielleicht auch für euch adaptiert. Praktisch gesehen ist das Ziel ja, einen Datensatz zu generieren für jede Kommt-, Geht- oder Abwesenheitsbuchung. Und diese Datensätze müssen ja bestimmte Pflichtinhalte haben, um am Ende eine Auswertung darüber zu machen. Das heißt, ich möchte ja softwaretechnisch später sagen, wann ist die Person gekommen, wann ist die Person gegangen, wie berechnet sich die Arbeitszeit, Rundungszeiten und ähnlich. Das spielt im Terminal gar keine Rolle. Das ist eine Aufgabe der Software später. Fangen wir ganz kurz mit an mit dem Tabellenkopf. Das heißt, im Gerät wird ja wie eine kleine Datenbanktabelle definiert, die am Ende der Eingangstabelle der Zeitwirtschaft entspricht. Das heißt, was möchte ich erfassen? Wir haben hier mal fünf Spalten einfach definiert. Als erstes die sogenannte Satzart. Das heißt, je nachdem, was der Mitarbeiter bucht, möchte ich ja natürlich eine Definition des Datensatzes. Wir haben mal hier links kommen und gehen als Funktionstaste 1 und 2 definiert. Das versteht jeder. Und da hätten wir zum Beispiel als Satzart mal K für kommen und ein G für gehen. Dann ist es wichtig zu erfassen, wie der Mitarbeiter ins System kommt. Der Mitarbeiter ist ja im Grunde ein Identifikationsmerkmal. Wir möchten den Transponder erfassen. Das heißt, Alternativen könnten sein, der Mitarbeiter wählt sich aus einer Liste aus. Wir können den biometrisch erfassen, was aber auch einer ID am Ende entspricht. Wir können natürlich auch eine PIN-Tastatur eingeben am Terminal. Also im Grunde brauchen wir eine Information, wer ist es? Als nächstes haben wir die Systemzeit, in dem Fall Datum, Uhrzeit, wann der Mitarbeiter am Terminal gebucht hat. Nice-to-have-Funktionen könnten zum Beispiel sein die Terminal-ID. Das heißt, hier kann ich identifizieren, an welchem Terminal, an welchem Standort wurde die Buchung ausgeführt. In dem Fall nehmen wir da gerne die Seriennummer. Warum? Die Seriennummer ist einmalig am Terminal, kann man auf der Rückseite ablesen, kann man übers BIOS hinterfragen und am Ende über die Räumlichkeit, Örtlichkeit zuweisen. Ja, dann habe ich hier nochmal eine Nice-to-have-Geschichte der Kostenstelle hinterlegt. Ich will ja gar nicht so eine Betriebsdatenerfassung im Grunde abbilden, aber praktisch könnte man in jedem Terminal auch eine Kostenstelle hinterlegen, die dann am Ende im Datensatz mit übergeben wird. Das könnte zum Beispiel eine globale Variable sein, die ich dann im Setup einfach definiere, vorgebe und dann in dem Datensatz mit einpflege. Ja, das Ganze haben wir dann für die entsprechenden sechs Funktionstasten hier mal angeboten. Klassisch kommen, gehen, Dienstgang, die Infobuchung ist hier leer. Warum? Eine Saldenabfrage braucht keinen Datensatz. Das ist eine reine Geschichte. Visualisieren von Informationen. Ja, und die Pausenbuchung und Betriebsrat einfach mal noch eine weitere Abwesenheitsfunktion. Ja, damit wir jetzt direkt
starten können, keine Zeit verlieren, wird man jetzt einfach mal mit diesen Informationen in so ein Projekt starten. Das heißt, das ist natürlich ein bisschen Projektierungsphase gewesen. Wir haben es jetzt einfach mal hier vorgegeben bekommen. Also das wird jetzt die Grundlage sein für die weitere Konfiguration vom Terminal, von der Datensatzstruktur im DataFox Studio. Und damit würde ich jetzt beginnen. Für euch, ihr müsst das jetzt nicht nachmachen, ihr braucht euch auch nicht das DataFox Studio runterladen. Das ist alles eine Möglichkeit, was ihr im Grunde im Nachgang machen könnt, nicht müsst. Ich möchte euch natürlich mit der Anwendung DataFox Studio vermitteln. Wo findet ihr das DataFox Studio? Im einfachsten Fall auf unserer Homepage unter www.datafox.de, dann ganz normal im Download unter Software. Wichtig für euch, wenn ihr schon DataFox Studio nutzt, könnt ihr das einfach updaten. Das DataFox Studio ist immer abwärtskompatibel, in dem Fall für ältere Gerätetypen auch zu verwenden. Ja, ich mache jetzt mal einen Sprung ins DataFox Studio. Die Anwendung DataFox Studio ist erst einmal nicht mit Lizenzgeschichten verbunden, kann jeder installieren, hat auch jeder die gleichen Möglichkeiten. Es gibt auch keine Alternative. Also ich brauche das Studio, um die Geräte zu konfigurieren. Was kann ich mit dem DataFox Studio im einfachsten Step machen? Ich kann mir neue Konfigurationen erstellen. Das sind sogenannte Setups. Ich kann natürlich auch Konfigurationen aus den Geräten auslesen. Ich kann auch welche öffnen und bearbeiten. Wir möchten heute eine Konfiguration von null aus beginnend erstellen. Praktisch gesehen werdet ihr später wahrscheinlich vorhandene Setups öffnen, anpassen und weiterverwenden. Wir möchten aber wirklich, um das mal auf den Punkt zu bringen, mal bei null beginnen, mal um einfach mal den Überblick und auch euch die Angst zu nehmen, kann ich da was verstellen? Kann ich was kaputt machen? Ist es zu komplex? Nein, ist es nicht. Ja, mit dem Button im DataFox Studio, Datei neu, können wir ein neues Setup erstellen. In dem Fall ist natürlich wichtig, für welchen Gerätetyp. Der Gerätetyp, den wir jetzt hier in die engere Wahl nehmen, ist das Evo 2.8 bzw. 3.5, das im Grunde natürlich am Ende ein Setup ergibt und das kann ich adaptieren auch auf andere Gerätetypen. Jetzt seht ihr hier so eine schöne weiße Kiste. Im Grunde ist das die Setup-Datei. Diese Setup-Datei werden wir jetzt im Grunde bearbeiten. Die Bearbeitung beginnt, indem man entweder mit dem Button Setup bearbeiten startet oder einfach einen Doppelklick in die weiße Fläche vornimmt. Jetzt öffnet sich ein Bearbeitungsfenster im DataFox Studio und hier gibt es jetzt eine kleine Chronologie. Im linken Bereich haben wir die einzelnen Möglichkeiten der Parameter. Im rechten Bereich immer den Editierbereich. Ich würde erstmal mit den Grundeinstellungen beginnen. Wir gehen auch nicht alle Einstellungen durch. Wir gucken uns jetzt nur die Einstellungen an, die wir für dieses Projekt benötigen. Also mein Ziel ist jetzt nicht hier eine Detailschulung zu machen, sondern einfach nur, um zu zeigen, okay, was geht, was brauche ich. Und am Ende werdet ihr auch feststellen, dass wir im Grunde nur 20% vom Studio brauchen, um so ein Setup mal zu bauen. Ja. Ja, wichtig in den Grundeinstellungen gibt es natürlich Sachen, Themen zur Verschlüsselung, aber auch für Display und Co. Wir gehen jetzt direkt sozusagen nur in die Variablen rein, die wir später benötigen. Und das wäre im ersten Step das Thema globale Variablen. Das heißt, wir überspringen mal die Grundeinstellung und in den globalen Variablen könnte man jetzt Variablen definieren, die man im Laufe des Setups benötigt. Wir haben mal das Thema Kostenstelle angesprochen. Das heißt, so eine Kostenstelle könnte man einem Terminal zuweisen. Ich mache das jetzt einfach mal und sage, hier gibt es eine feste Kostenstelle 1, 2, 3, 4.
Natürlich können wir uns aber auch Variablen vorhalten, die flexibel sind, zum Beispiel wie eine Ausweisnummer. Und so einen Ausweis, den könnte ich ja in der Schrittkette später mir merken und dann wieder für einen anderen Zweck oder Schrittkette rausholen. Also wie so eine Art Zwischenspeicher. Werde ich jetzt nicht vorbelegen, einfach nur die globale Variable mal anlegen. Ja, dann haben wir schon das Thema Transponder, RFID-Technologie. Und bei dem Transponder ist natürlich wichtig, welchen Typ habe ich, was ist im Terminal verbaut. Wichtig für euch, ist da eine Nummer aufgedruckt, ist entsprechend eine Verschlüsselung bekannt. All diese Themen greife ich jetzt einfach mal vorneweg. Das heißt, wir haben ja verschiedene Hardware-Möglichkeiten, die ihr bei der Bestellung mit angeben könnt. Natürlich könnt ihr auch Ausweise mit bei uns bestellen. Das muss man natürlich im Zusammenspiel machen. Habt ihr Fragen dazu im Detail, wendet euch an den Vertrieb oder an den Support. Im Grunde kann man sagen, der Idealfall ist, dass man eine aufgedruckte Nummer, die entsprechend verschlüsselt ist, im Transponder liest. Man hat eine hohe Sicherheit und man hat auch ein einfaches Verfahren. Und wichtig ist, dass man nicht 10, 20-stellige ID-Nummern weiterverwendet, weil die ja dann im System hängen. Die Personalabteilung muss sich mit den langen Nummern auseinandersetzen. Deshalb knackige, kurze Ausweis-IDs, die im Idealfall verschlüsselt sind. Meine Empfehlung, wenn der Kunde noch nichts hat, nutzt die Technologie MyFair, Preis-Leistung am besten. In meinem Terminal-Beispiel habe ich einen 125 kHz-Laser, habe jetzt hier als Beispiel mal einen Hightech-2-Transponder und da gibt es natürlich auch eine Seriennummer, die möchte ich nicht lesen, sondern ich habe eine aufgedruckte, programmierte Ausweisnummer, die sich im Segment Nummer 4 verbirgt. Das Ganze ist eine vierstellige ID und diese vierstellige ID möchte ich am Ende lesen. Passwortschutz ist natürlich genauso möglich, in dem Fall jetzt hier für das Segment Nummer 4. Ja, weitere Grundeinstellungen können sein Fingerprint, das heißt, habe ich eine biometrische Erfassung? Biometrische Erfassung können am Terminal erfolgen mit so einem Fingerprint-Flächen- oder Zeilensensor. In dem Fall ist jetzt hier ein Flächensensor am Terminal verbaut. Das heißt, der setzt biometrische Daten um in klassische IDs. Das heißt, wir lesen den Finger, würden dann den Finger einer Person zuordnen und die Person ist im Gerät gespeichert und würde eine ID ähnlich einer Transponder-ID im Datensatz liefern. Dann haben wir das Thema Speicher. Ich kann den Speicher zugunsten von Stammdaten oder auch Datensätze verschieben. Manche Kunden haben das Interesse, lange viele Buchungen zu speichern. Manche sagen, ich brauche 40.000 Stammsätze im Terminal. Diese Entscheidung kann man hier variabel gestalten. Dann haben wir den Betriebsmodus. Auf den würde ich nachher eingehen. In dem Fall, sobald wir eine Setup-Bedienung angelegt haben. Datum und Uhrzeit, ganz wichtig, das Terminal hat ja eine eigene Systemzeit. Die Systemzeit wird von der Software gestellt, zum Zeitpunkt X oder täglich. Und das Terminal stellt natürlich automatisch Sommer- und Winterzeit um, wenn es denn hier aktiviert ist. Das heißt, ich muss nicht nachts um 3 Uhr gucken, ob die Terminal-Uhrzeit stimmt. Das macht das Terminal eigenständig. Natürlich empfiehlt sich es einmal am Tag, einen Abgleich zwischen der Server- und Systemzeit durchzuführen. Das ist Aufgabe der Software im Rahmen der klassischen Kommunikation für Daten und Stammdaten. Ja, das wären so im Grunde die notwendigen Grundeinstellungen, die ich euch einfach mal zeigen wollte, in Bezug nehmend auf eine Anforderung im Bereich der Zeiterfassung. Der nächste Step in der Konfiguration ist natürlich der Datensatzaufbau. Wir haben jetzt gesagt, dass wir die Datenstruktur erstmal anlegen wollen. Das heißt, die Tabelle, die ich euch am Ende gerade der Präsentation gezeigt habe, die möchte ich jetzt hier im Grunde im Terminal-Datensatz hinterlegen. Terminal-Datensätze können vielfältig sein. Wir können auch verschiedene Tabellen definieren und anlegen.
Wir machen es jetzt mal nur für eine und für den Bereich Zeiterfassung. Wir starten ganz einfach mal mit einem eigenen Datensatz. Der Datensatz bekommt jetzt hier eine Datensatztabellenbezeichnung. Die Tabellenbezeichnung nehme ich bewusst mal PZE, eine Abkürzung für Personalzeiterfassung. Die Tabelle PZE kann jetzt in dem Fall aus 5 Spalten bestehen. Deshalb klicke ich 5-mal auf Einfügen. Natürlich kann man nachträglich dieses Setup anpassen, erweitern, um weitere Informationen, weitere Felder, gar kein Problem. Und jetzt würde ich wirklich im Rahmen der Dokumentation natürlich auch die Felder so bezeichnen, wie wir sie in der Tabelle bezeichnet haben. Das heißt, die erste Information ist die Satzart. Manche sagen vielleicht Kennung, manche Buchungsart. Wichtig ist, zu jeder Bezeichnung habe ich natürlich auch eine Formatierung. Die Formatierung kann in dem Fall numerisch, alphanumerisch oder auch für Datum- und Uhrzeitinformationen sein. Ich kann eine Größe definieren, also das, was maximal an Zeichen in dieses Feld geschrieben werden kann. Das zweite Feld ist der Mitarbeiter gewesen. Das heißt, hier wollen wir die Mitarbeiterausweisnummer, ist auch ein alphanumerisches Feld für uns, maximal 20 Zeichen. Das heißt, unsere vierstellige Nummer passt da prima rein. Im dritten Feld möchten wir Datum und Uhrzeit erfassen. Hier ist es natürlich wichtig, die Formatierung auf Date and Time zu ändern. Was speichern wir da? Klassisch Datum und Uhrzeit im Rahmen Jahr, Monat, Tag, Stunde, Sekunde. Das heißt, wir erfassen sekundengenau, ob nachher die Auswertung sekundengenau ist. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Im vierten Feld haben wir die Terminal-ID. Da wollten wir dann die Seriennummer reinschreiben. Und im fünften Feld die Kostenstelle, um einfach mal Nice-to-have-Informationen im Datensatz mitzupflegen. Für euch wichtig ist bei dieser Logik, erste Geschichte, welche Bezeichnungstypen und Arten verwenden wir? Das heißt, hier sollte man sich auch ein bisschen in die Software versetzen. Verwendet bitte keine Umlaute, keine Sonderzeichen, keine Minuszeichen oder Leerzeichen. Warum? Das ist ja das, was die Datenbank später bekommt. Und je nachdem, was für eine Software, was für eine Datenbankarchitektur dahinter steht, sind vielleicht diese Sonderzeichen nicht so gern gesehen. Deshalb vermutlich ohne Sonderzeichen am besten. Ja, die Größe von so einem Datensatz habt ihr hier auch im Blick. Das heißt, jedes Feld hat ja eine Reservierung im Speicher. Und die Reservierung ist natürlich auch ein Stück Datensatzgröße. In dem Fall jetzt hier 101 Byte. Wenn ich jetzt natürlich später das Ganze über Mobilfunk betreiben möchte, dann sollte ich vielleicht hier den Datensatzaufbau nicht so exorbitant groß wählen, sondern vielleicht im Grunde schon sagen, ja, die Satzart kann ja eh nur 2 Zeichen sein, dann mache ich sie nur 2 Zeichen. Oder vielleicht auch die Terminal-ID. Es gibt ja nur Seriennummer 10-stellig maximal, also könnte ich ja hier auch reduzieren. Meine Kostenstellen sind in der Regel vielleicht auch nur mit 10 Stellen und schon hätte ich auch vom Datensatz her eine ganz andere Größe. Das heißt, am Ende sind es vielleicht nur 63 Byte. Jetzt sagt jeder normale, ja, was sind das 63 Byte? Wir haben doch überall Gigabyte im Gespräch. Im Grunde müsst ihr euch vorstellen, bei einer Mobilfunkkommunikation gilt ja die Logik, jeder Datensatz kostet Geld, weil im Grunde so eine Mobilfunk-SIM-Karte mit Datenvolumen bestellt wird. Und bei den M2M-Terminals ist das in der Regel recht niedrig getaktet. Das heißt, ich habe da nicht eine 10-Gigabyte-Karte drin, sondern die meisten Mobilfunkkarten für solche Terminals werden mit weniger als 20 oder sogar 10 Megabytes benutzt, um einfach die Kosten recht gering zu halten. Und damit habe ich natürlich eine tolle Kostenübersicht, kann sagen, okay,
eine Buchung sind 63 Byte oder 100 Byte. Am Ende ist dann bei 20 Mitarbeitern oder 100 Mitarbeitern im Monat mit Kommt- und Geht-Buchungen kommen da so und so viel Byte zusammen und dann ist das überschaubar. Ja, das ist jetzt der Datensatzaufbau PZE. Das heißt, theoretisch könnte man jetzt noch weitere Tabellen anlegen für Zutrittskontrolle, Betriebsdatenerfassung, also alles, das ist möglich. Wir beschränken uns auf eine Tabelle. Der nächste Step wäre jetzt eigentlich die Listentabelle. Das möchte ich jetzt aber mal bewusst nach hinten schieben, weil man muss keine Stammdaten im Terminal halten, um Daten zu erfassen. Diese Stammdatenpflege im Terminal ist eine reine Nice-to-have-Geschichte, um zum Beispiel einen Mitarbeiternamen anzuzeigen, einen Mitarbeiter zu prüfen auf Plausibilität, ist er überhaupt im Unternehmen, oder vielleicht eine Saldoinformation anzuzeigen. Wenn ich nur eine Kommt- und Geht-Erfassung machen möchte, ohne Plausibilitätsprüfung, geht das auch ohne Stammdaten. Daher bauen wir das einfach im Step 2 ein. Wir legen los mit dem Step 3, die Bedienung. Das heißt, wir überspringen die Listentabellen. Und in dem Thema Bedienung muss man sich jetzt ein bisschen in die Lage des Users versetzen. Das heißt, der User steht vor dem Gerät. Der User möchte jetzt einen Text sehen, den der User versteht. Und das müssen wir im Grunde einfach beachten. Wir fangen einfach mal an. Bedienung. Klicken einmal auf Einfügen und hätten jetzt hier ein Menü. Menüs sind im Grunde nur Kopfzeilen. Das heißt, je nach Terminaltyp habe ich verschiedene Anzahl an Kopfzeilen, welche ich dann mit Texten versehen kann. Diese Texte werden dann einfach angezeigt, können natürlich aber auch in Form von globalen Variablen hinterlegt werden, um da mehr Transparenz zu schalten. Was hinterlege ich hinter einem Menü? Ein Menü verbirgt im Grunde Funktionstasten. Das heißt, mit dem Button Einfügen kann ich die erste Funktionstaste hinterlegen. Und so eine Funktionstaste ist das, was der User auch tatsächlich am Terminal sieht und drückt und jetzt schon den Text sehen möchte, den er auch später drücken möchte. Wir haben ja in unserer Vorgabe gehabt eine Funktionstaste F1. Das heißt, wir schalten Funktionstasten F1 bis 15, die wir nachher auch im Display Designer zuordnen. Klassisch kann ich die später wieder querbeet mischen. Wichtig ist, es gibt so Standard-Icons, die beginnen mit F1, wie kommen. Es gibt natürlich in der BDE vielleicht auch eine Reihenfolge. Wichtig ist, wir rattern das jetzt einfach mal von F1 bis FX durch, um am Ende dann übers Display Design das Ganze noch variabel zuzuordnen. Die erste Funktionstaste, die wir benötigen, ist die Kommen-Funktion. Deshalb schreibe ich jetzt hier auch mal Menütext Kommen hin. Und dieser Menütext wird dann auch tatsächlich im Display angezeigt. In der Kopfzeile schreibe ich jetzt einfach mal Zeiterfassung rein, damit was drinsteht. Es könnte natürlich auch was ganz anderes drinstehen. Firmenbezeichnung, ein Projekt oder eine Örtlichkeit. Hinter der Funktionstaste bauen wir jetzt ein und mit dem Punkt Einfügen eine Eingabekette. Was sind Eingabeketten? Was sind Menüs? Theoretisch könnte ich auch ein Untermenü bauen. Das ist auch toll und möglich. Praktisch gesehen für eine Zeiterfassung nicht brauchbar. Weil eine Zeiterfassung muss am Terminal schnell erfolgen und deshalb müssen wir da im Grunde nicht viel Menüstruktur bauen, sondern alles im Hauptmenü, wenn möglich, erreichbar machen und den Bediener mit wenig Tasten zum Ziel bringen. Ja, deshalb wollen wir eine Eingabekette. Was ist eine Eingabekette? Eine Eingabekette ist im Grunde eine Möglichkeit, um einen Datensatz zu generieren. Das heißt, die Datensatzfelder möchten wir befüllen. Wie kriegen wir die voll mit einer Eingabekette? Jetzt wurde eine Eingabekette eingefügt. Diese Eingabekette hat natürlich jetzt auch eine Bezeichnung.
Die Bezeichnung würde ich jetzt chronologisch wie die Funktionstaste mit kommen versehen. Und diese kommen-Taste soll natürlich auch einen Datensatz befüllen. Und der Datensatz ist jetzt hier oben unsere Datensatz PZE. Den haben wir ja im Grunde angelegt. Und den wählen wir jetzt hier in der Eingabekette aus. Jetzt haben wir innerhalb dieser Eingabekette natürlich auch Möglichkeiten, was passiert nach der Eingabekette, währenddessen. Wichtig ist, nach der Eingabekette wollen wir keine Bestätigung abfordern. Sonst müsste der Bediener nach jeder Buchung sagen, ja, ich will das speichern. Im Bereich der BDE wäre das sinnvoll. Was können wir noch machen? Nach der entsprechenden Buchung könnten wir auch in eine andere Eingabekette oder Funktionstaste verzweigen oder springen, um zum Beispiel nach einer Kommbuchung eine Zutrittsbuchung zu machen oder eine BDE-Erfassung oder einen Kostenstellenwechsel. Wir können auch Relais schalten. Wichtig ist aber, diese Funktion Relais schalten hat nicht direkt was mit Zutrittskontrolle zu tun, sondern Zutrittskontrolle prüft ja schon ein bisschen mehr. Relais schalten heißt einfach nur Relais für angegebenen Zeitraum schließen. Man könnte zum Beispiel ein Drehkreuz ansteuern oder eine rote Lampe schalten. Von mir aus aber auch ein Türöffner ansteuern. Aber praktisch gesehen prüfen wir ja nicht, darf die Person zu diesem Zeitraum in diese Räumlichkeit rein, weil das ist Zutrittskontrolle. Ja, jetzt haben wir die Eingabekette im Grunde als Kopf hinterlegt. Um jetzt natürlich diese 5 Felder zu füllen, benötigen wir auch 5 Felder in unserer Eingabekette. Deshalb klicke ich 5-mal auf Einfügen. Die 5 Eingabefelder möchten wir jetzt nutzen, um die 5 Datensatzfelder zu befüllen. Wichtig ist, man muss nicht die gleiche chronologische Reihenfolge machen wie oben im Datensatz. Man kann das von hinten nach vorne, von vorne nach hinten, von Mitte, egal. Wichtig ist, nur die Datensatzfelder, die ich befülle, da steht auch was drin. Die ich nicht befülle, die bleiben leer. Ich würde jetzt im ersten Step rein aus Dokumentationsgründen mir mal die Bezeichnung runterkopieren, damit ich weiß, was muss ich hier alles befüllen. Das ist ein Stück weit eine Fleißarbeit, einfach um das Ganze sehr transparent zu halten, weil wir wollen ja hier auch was vermitteln und nicht nur zeigen, dass es geht, sondern wie es im Idealfall richtig gemacht wird. Das heißt, auch ein Stück weit Dokumentation sollte man im Setup einfließen lassen, um das Setup für weitere nachfolgende Bearbeiter verständlich zu gestalten. Ja, jetzt habe ich im Grunde nur Texte eingefügt und kopiert, mehr noch nicht. Jetzt gehen wir wirklich mal Step by Step diese Eingabekette durch und möchten im Grunde pro Eingabefeld ein Datensatzfeld befüllen. Wir starten einfach mal mit der ersten Funktionstaste, mit der ersten Schrittkette, mit dem ersten Eingabefeld für das Thema Satzart. Das heißt, die Satzart ist im Grunde das, was wir hier befüllen möchten. Daher wählen wir entsprechend die Datensatzinformation aus von oben aus der Tabelle. Dann gibt es bei uns sogenannte Feldfunktionen. Feldfunktionen sind Informationen, Quellen, wie ich Daten reinbekomme. Das kann im einfachsten Fall natürlich eine Konstante sein oder auch eine Transponderübernahme. Es könnte aber auch viel andere Möglichkeiten geben. Wir gucken uns nur die an heute, die wir brauchen, weil wir wollen es ja nicht bis ins Detail treiben. Ja, in dem Fall bräuchte ich jetzt hier eine Konstante, weil die Satzart wollten wir mit einem großen K für kommen definieren. Das heißt, später steht da ein großes K drin. Mehr passiert hier nicht. Der nächste Step ist der Mitarbeiter. Das heißt, die Information von dem Mitarbeiter möchten wir in das Datensatzfeld Mitarbeiter schreiben. Und als Feldfunktion möchten wir diesmal
ja, den Transponder lesen. Und der Transponder, der wird gelesen mit folgender Funktion: normale Wertübernahme von Transponder, Barcode oder Tastatur, so heißt die Funktion. Und diese Information hat jetzt hier oben noch einen weiteren Reiter. Und hier kann ich das Eingabemittel aktivieren. In dem Fall Tastatur aus, Barcode aus und Transponder einschalten. Das heißt, jetzt aktiviert er den Transponderleser und der wird dann je nach Grundeinstellung den Typ Hightech 2 im Segment 4 entsprechend lesen. Ja, dann eine akustische Bestätigung geben, das kann ich hier aktivieren und den Wert einfach mal eine Sekunde im Display anzeigen, damit wir das sehen später. Praktisch gesehen geht es auch in 0 Sekunden, dann macht es einfach nur Piep und übernimmt den Wert. Und schon können wir ins nächste Eingabefeld gehen. Das wäre die Information Datum und Uhrzeit. Das heißt, diese Systemzeit, die wir jetzt hier im Terminal haben, die möchten wir ja in den Datensatz überführen. Und das ist eine ganz einfache Funktion. Wir möchten hier das Feld Datum und Uhrzeit befüllen. Und da die Formatierung schon vorgibt, Date and Time, kann ich hier im Grunde auch nur aktuelle Datum- und Uhrzeitinformationen vom Gerät übernehmen. Ja, der nächste Step ist die Terminal-ID. Bei der Terminal-ID möchten wir ja die Information der Seriennummer vom Gerät übernehmen. Und die Seriennummer vom Gerät kann man mit der Feldfunktion Seriennummer übernehmen nutzen. Das heißt, hier wird die im Gerät hinterlegte Seriennummer verwendet. Die ist einmalig. Die steht auf dem Gerät, auf dem Lieferschein, kann ich übers BIOS abfragen. Gar kein Problem. Und die letzte Eingabe ist die Kostenstelle. Bei der Kostenstelle möchten wir hier eine globale Variable verwenden, die wir im Vorfeld gespeichert haben. Die Kostenstelle ist im Grunde jetzt im Terminal als globale Variable gespeichert und die wird einfach übernommen. Ja, das heißt, diese 1, 2, 3, 4 schreibt er einfach tadellos in den Datensatz rein. Jetzt haben wir hier eine Funktionstaste mal angelegt. Diese eine Funktionstaste F1 kommen mit einer Schrittkette hinterlegt. Die Schrittkette rein technisch gesehen hat immer eine chronologische Aufgabe. Sie läuft durch bis zum Ende. Und erst am Ende, wenn diese erfolgreich beendet wird, wird der Datensatz gespeichert. Das heißt, habe ich eine Abbruchfunktion innerhalb der Eingabekette, ist der Datensatz nicht gespeichert. Die Schrittketteneinschränkungen sind ziemlich einfach zu beschreiben. Ihr könnt hier theoretisch bis zu 100 Felder machen und das ist einiges. Meine Empfehlung, legt eine Funktionstaste an, eine entsprechende Schrittkette, testet die durch und dann dupliziert ihr diese am besten, weil sonst müsste ich das, was ich jetzt geklickt habe, einfach noch 5, 6 Mal klicken. Und das muss nicht sein. Die Arbeit können wir uns sparen. Daher der erste Step. Wir nehmen jetzt diese Setup-Geschichte, tun die ganze mal speichern. In dem Fall speichere ich das jetzt einfach mal als AES-Datei. Das heißt, alle Setups werden bei uns als AES- oder AEL-Datei gespeichert. Und wenn diese gespeichert ist, kann ich die entsprechend ins Gerät übertragen. Die Übertragung zum Gerät erfolgt auch mit dem Datafox Studio, mit der Funktion Setup schreiben. Ich habe jetzt hier ein Testgerät schon mal in Startposition gebracht und würde dann entsprechend das Setup mal aufs Gerät übertragen. Ich switch mal im Hintergrund auf das Terminal. Das heißt, ich habe jetzt hier mein Evo 3.5 dargestellt und würde jetzt gern das Setup auf das Terminal übertragen.
Das Setup ist jetzt am Gerät. Wir haben jetzt im Grunde das Setup mit der einen Funktionstaste laufen. Das könnten wir sogar uns jetzt anschauen und testen. Das heißt, am Terminal gibt es jetzt eine Funktionstaste und diese eine Funktionstaste können wir mal betätigen. Jetzt kommt schon der Text Mitarbeiter. Das heißt, Mitarbeiter war der Text, den wir im Setup hinterlegt haben. Theoretisch könnte man jetzt diesen Text auch ändern, zum Beispiel Ausweis bitte. Und entsprechend würde ich jetzt mal den Transponder vor den Lesebereich halten. Und jetzt wird die Ausweisnummer am Terminal gelesen und der ganze Datensatz gespeichert. Damit der Datensatz rein von der Aufbau auch erfasst werden kann, sollte man ihn auch einmal testen. Das heißt, das, was wir jetzt hier als Buchung im Speicher im Gerät haben und hier mit der Schrittkette erfasst haben, möchten wir jetzt hier mal testen. Das heißt, unter Kommunikation, Daten lesen, löschen, anzeigen, kann ich diese Informationen auch anzeigen und auf Inhalt prüfen. In dem Fall ist das dann eine Datei und ein Inhalt und der entsprechende Inhalt besteht jetzt aus der Satzart, dem Mitarbeiter, Datum und Uhrzeit und natürlich auch unsere Terminal-ID und die Kostenstelle ist gefüllt. Das heißt, hätte ich jetzt hier schon einen Fehler gemacht, dann könnte ich diesen Fehler auch schon mal hier überprüfen und entsprechend im Setup richtig konfigurieren, weil kleine Zuweisungen passieren schnell, dass da was falsch ist oder nicht korrekt ist. Und das kann man ja dann schnell entsprechend anpassen. Ich würde jetzt zum Beispiel anpassen, die Information, dass der Name Mitarbeiter ersetzt wird durch Ausweis bitte. Das heißt, im Text hier Mitarbeiter würde ich jetzt lieber hinschreiben Ausweis bitte. Das fordert den Mitarbeiter auf, halt mir mal deinen Transponder davor. So, und schon sehen wir im Gerät den Text Ausweis bitte und nicht mehr Mitarbeiter und damit kann dann der entsprechende User schon viel mehr anfangen. Erst jetzt würde ich empfehlen, die Funktionstasten zu adaptieren auf andere Funktionstasten und dafür gibt es bei uns hier eine Möglichkeit, Eingabeketten, Eingabefelder, aber auch ganze Funktionstasten zu kopieren. Das heißt, wir wählen jetzt hier die Funktionstaste aus, die wir möchten und kopieren die, um entsprechend dann die Taste für Gehen oder auch für Dienstgänge vorzubereiten. Ich mache es jetzt mal für die Funktion F2. Das wäre dann anstatt Kommen, Gehen. Und hier brauche ich jetzt nur noch Texte ändern. Einmal der Text für die F-Taste im Hauptmenü, der Text in der Eingabekette und natürlich auch die Satzart, weil hier möchten wir nicht mehr ein großes K, sondern ein entsprechendes großes G für gehen. Ja, bei der Funktionstaste F3 haben wir ja das Thema Dienstgang geplant. Der Dienstgang ist ja wieder eine Art Abwesenheit und hier werden wir textlich auf D umswitchen. Ja, jetzt haben wir schon drei Funktionstasten. Jetzt können wir das Ganze nochmal weiter treiben. Wir hatten ja einmal noch das Thema Abwesenheit im Bereich Pause wollten wir noch machen, Betriebsrat und noch eine Infotaste. Das heißt, ich würde jetzt hier
das Ganze nochmal duplizieren, dass wir auf unsere 6 Tasten kommen. Ist natürlich keine Pflicht. Wichtig ist, um zu verstehen, wie einfach es geht, dass wir einmal die Taste Info, die werden wir dann noch bearbeiten. Dann hatten wir das Thema Pause und das Thema Betriebsrat. So, wenn wir das Setup jetzt mal ins Gerät übertragen, werden wir ganz schnell sehen, es sind alle Funktionstasten aktiv, 1 bis 6. Für die Funktionstasten ist natürlich noch nicht alles perfekt, weil in den Funktionstasten verbergen sich auch Icons, also Bilder. Und je nachdem, welche Funktionstaste ich jetzt hier zur Auswahl bringen möchte, sollte ich die auch mit einem Icon visuell unterstreichen. Standardmäßig ist bei uns immer dieses Kommen, Gehen und Dienstgang und Info, das sind so Klassiker an den ersten 4 Funktionstasten. Das heißt, die kann man schon mit der Standardkonfiguration erschlagen. Jetzt könnten natürlich für den Kunden sagen, okay, Pause und Betriebsrat, da hätte ich gerne natürlich auch eine andere Icons und die möchte ich jetzt euch mal anpassen. Dazu gibt es im DataFox Studio den Display Designer. Und zwar unter Konfiguration, Display Designer. Und im Display Designer werden wir jetzt einfach mal ein neues Design erstellen. Wir machen das Ganze für das Evo 3.5. Was kann man mit dem Display Designer anpassen? Im ersten Step natürlich das Logo. Das heißt, ich könnte jetzt hier oben den Fuchs ersetzen durch ein Kundenlogo. Natürlich auch die Farben und die Anzahl der Funktionstasten im Hauptbereich. Das heißt, ich habe im Hauptmenü mit 6 oder mit 4 oder nur mit 3 Funktionstasten. Das kann ich hier als Beispiel mal anpassen. Der weitere Vorteil ist, sind die Icons. Das heißt, in den Icons, die wir standardmäßig mitgeben oder mit anbieten, sind klassisch für Kommen, Gehen und Dienstgang. Und Info. Und jetzt habe ich ja die Funktionstaste F5 und F6 und die könnte ich jetzt zum Beispiel mit einem Icon für Pause und Betriebsrat versehen. Dafür habe ich mal ein paar Bilder vorgesehen. Wichtig für euch, diese Bilder könnt ihr selbst erstellen. Wir unterstützen im Grunde alles, was Bitmap, PNG oder JPEG ist. Praktisch gesehen muss es euch optisch gefallen. Möglich ist alles. Daher könnte ich jetzt hier zum Beispiel eine kleine Kaffeetasse mal reinmachen für die Pause und für die F6-Taste mal so ein kleines Besprechungsbildchen für die Betriebsratgeschichte. Jetzt hat man entsprechend dieses Display-Design zu speichern. Das heißt, wir speichern das Ganze mal als Display-Design, als Datei. Und können das dann im Nachgang übertragen. Wichtig für euch, habt ihr ein Display Design im Gerät hinterlegt und es gefällt euch nicht, ihr kommt immer wieder zurück. Ihr könnt einmal Beispiele von uns verwenden. Ihr könnt natürlich auch entsprechend den Auslieferungszustand wiederherstellen. Hier oben mit dem Button Design zurücksetzen. Alles das ist möglich. So, jetzt ist das Display Design angepasst. Praktisch gesehen seht ihr jetzt hier bei den Funktionstasten einmal das Pausensymbol und das Betriebsratsymbol und das kann dann auch verwendet werden. Jetzt wieder mal zurück ins Setup.
Wir haben ja im Setup die Logik gehabt, dass wir zwar Funktionstasten haben und diese Funktionstasten wollen wir auch mit entsprechenden Abfragen hinterlegen. Zusätzlich können wir natürlich auch visuell Rückmeldung geben. Rückmeldung könnten zum Beispiel sein, dass wir dem User am Terminal seinen Namen anzeigen. Wir können aber auch Saldostände anzeigen. Und das möchte ich jetzt in Form von Stammdaten einfach mal ermöglichen. Das heißt, wir nehmen jetzt das Setup und bauen es einfach nur im Grunde um, beziehungsweise erweitern es in Form eines Stammdatensatzes. Dafür gibt es hier oben die Listentabellen. Und hinter den Listentabellen verbergen sich Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1 wäre, wir sagen, wir haben eine Liste im Hintergrund und diese Liste kommt aus der Software. Und die Liste heißt Personal. Textlich ist das total frei konfigurierbar, genauso wie der Datensatz. Ich habe die Listen dann auch schon mal vorbereitet und die Listen sollen aus zwei Spalten bestehen. Einmal aus der Ausweisnummer und natürlich der Name, der im Display angezeigt werden soll. Das wäre Punkt 1. Punkt 2 wäre natürlich, dass wir hier eine Liste für Salden am Terminal ermöglichen und diese entsprechende Saldeninformation auch in Form eines Ausweises und in Form einer Information. Die zwei Informationen muss man natürlich im Vorfeld generieren, zyklisch vielleicht aufs Gerät übertragen, um diese Stammdaten am Gerät vorzuhalten. Wenn die hier definiert sind, kann ich die innerhalb der Bedienung auch zur Auswahl bringen. In dem Fall würde sie jetzt nach erfolgreicher Buchung, also am Ende der Eingabekette, den Namen anzeigen. Das Ganze würde ich jetzt unterschreiben mit der Kopfzeile Guten Tag. Und als Feldfunktion würde ich dann aus Liste auswählen. Speichern brauchen wir den Namen nicht, weil der Name an sich selber für den User nur interessant ist, aber für die Software ja sowieso bekannt. Deshalb kein Datensatzfeld speichern. Und als Feldfunktion wählen wir die Funktion aus Liste auswählen. Und hier bietet sich im Reiter Listenauswahl jetzt die Möglichkeit, auf eine Liste zu verzweigen. Und diese Liste heißt jetzt bei uns Personal. Und angezeigt werden soll im Display der Name. Und das Terminal soll jetzt eigenständig mal sagen, okay, ich gucke in die Liste rein, zeigt die Liste in einer bestimmten Schriftgröße an und selektiere eigenständig den Namen raus aufgrund der vorher eingelesenen Ausweisnummer. Das heißt, das Terminal öffnet die Liste, sucht in der Liste die entsprechende Ausweisnummer. Das heißt, der Mitarbeiter ist ja die Ausweisnummer. Und wenn er diese Information gefunden hat, dann zeigt er den passenden Namen dazu an. Der Name soll entsprechend für einen gewissen Zeitraum nur angezeigt werden, in dem Fall für eine Sekunde. Jetzt könnte man sich natürlich streiten, will man hier überhaupt noch die Ausweisnummer sehen? Das heißt, hier könnte ich die Ausweisnummer auf 0 Sekunden nehmen, damit ich die ganze Buchung nicht zu lang werden lasse, weil wenn so eine Buchung mehrere Sekunden lang dauert, dann ist das für den User, der danach steht, weil ja morgens vielleicht um 8 Uhr oder um 16 oder um 17 Uhr entsprechend viele Mitarbeiter buchen möchten, ist es natürlich schlecht für die Massenabfertigung am Terminal. Daher machen wir jetzt hier mal eine Sekunde Name. Die Ausweisnummer zeigen wir gar nicht an und damit haben wir im Grunde eine Gesamtbuchungsdauer von 1,5 Sekunden. Das heißt, 5 oder 0,5 Sekunden wird am Ende ja noch angezeigt, Datenspeicherung erfolgreich. Auch das können wir noch runter reduzieren.
Das heißt, wenn wir Terminals haben, die ihn als Aufgabenstellung haben, da buchen morgens 100 Mann in Reihe und Glied, dann ist das gar kein Problem. Dann muss man diese Zeiten drastisch reduzieren, damit die wirklich in Massen da am Terminal vorbei können. Ja, das testen wir einfach mal durch. Der Test ist im Grunde mit einer Liste zu verknüpfen. Das heißt, die Liste hier, die muss man im Vorfeld erstellen und importieren. Das ganze Importieren von Listen macht man mit der Funktion Setup Listen importieren. Die zwei Listen, die ich vorbereitet habe, ist die Liste Personal und Salden. Und diese wird dann entsprechend tabgetrennt im Terminal bzw. im DataFox Studio geladen. Und jetzt kann ich mein Setup und meine Listen ins Gerät übertragen. Wichtig ist, später im laufenden Prozess übertrage ich natürlich das Setup nur einmalig, nicht jeden Tag. Aber die Listen, die können zyklisch geladen werden. Da bietet sich dann auch mal eine Funktion an wie Stapel abarbeiten. Das heißt, hier werden Setup und Listen gleichzeitig geladen. Und im laufenden Betrieb würde man dann nur die Listen laden, um zum Beispiel jede Stunde oder einmal am Tag neue Salden, neue Personalstämme aufs Gerät zu übertragen. Wenn Listen geladen werden, ist das Terminal voll bedienbar. Das heißt, es gibt keine Einschränkungen für den User. Am Terminal sieht das folgendermaßen aus. Der Mitarbeiter drückt in dem Fall jetzt die Comment-Taste. Der Name wird eine Sekunde angezeigt und dann kam die Meldung Datenspeicherung erfolgreich. Das ist das Feedback für den Kunden, für den User, dass die Buchung erfolgreich ausgeführt ist. Um jetzt den Saldo noch anzuzeigen, könnte man jetzt im Grunde mit der Bedienung mal in die Funktion I wie Information gehen. Da wir ja die Taste vorhin nur kopiert haben, haben wir ja eigentlich alles kopiert. Die Taste Info soll aber später eigentlich gar keinen Datensatz erzeugen. Das heißt, hier können wir im Grunde sagen, die Schrittkette, die ja nicht Dienstgang, sondern ein Info heißt, oder Saldenabfrage, soll keinen Datensatz erzeugen. Damit können wir hier auch im Grunde alles fast löschen, außer das Thema Ausweis bitte. Die eingelesene Ausweisnummer wird jetzt hier nicht in ein Datensatzfeld gespeichert, sondern in der globalen Variable. Die brauche ich, damit ich später in der Liste Salden auch den Wert selektieren kann, weil ich möchte einen Saldostand anzeigen und so ein Saldostand kommt nicht von irgendwo, der muss selektiert werden. Ersten Step Ausweis bitte, also lesen und den gelesenen Transponderwert in eine globale Variable speichern. Und über eine weitere Funktion kann ich dann diesen entsprechenden Listenwert mir anzeigen lassen. Ich würde jetzt da einfach mal Salden drüber schreiben oder Info. Hier nutzen wir wieder die Funktion Ausliste auswählen und haben jetzt hier wieder die Funktion, welche Liste soll gezeigt werden. In dem Fall nicht die Liste Personal, sondern die Listen Salden. Angezeigt werden am Display soll der Wert Info. Das Ganze entsprechend mit einer bestimmten Schriftgröße. Die Liste soll selektiert werden mit Hilfe einer Funktion, und zwar die globale Variable Ausweis, die ich hier im Vorfeld gespeichert habe, soll er mit der in der Liste selektierten Liste Ausweis zusammenführen. Findet er dort einen Eintrag, soll er den anzeigen. Bei den Salden können wir uns jetzt natürlich sagen, die können ein paar Sekunden länger angezeigt werden, in dem Fall vielleicht 4 Sekunden, weil da sind mehrere Zeilen, mehrere Informationen möglich und das ist kein Problem. Das heißt, hier lesen wir wirklich nur den Ausweis und gucken in die Liste. Mehr passiert im Grunde bei dieser
Listenauswahl vom Saldo nicht. Ja, das Ganze speichern wir und übertragen es. In dem Fall wieder mit der Funktion Stapel abarbeiten, das heißt Setup und Listen ins Gerät übertragen, weil immer wenn ich das Setup lade, sind die Listen gelöscht, weil sich ja theoretisch die Listenstruktur ändern könnte. Bei mir poppt auch immer die Fehlermeldung auf, dass noch Datensätze im Gerät sind. Im Grunde kann ich keine Datensätze löschen. Ich muss es vorher bestätigen. Wir haben ja immer Testbuchungen zwischendurch gemacht. Und diese Testbuchung, die will das Terminal nicht einfach so hergeben. Ja, wir drücken jetzt die Taste Info. Würden jetzt den Transponder vorhalten. Und würden jetzt im Anschluss eine mehrzeilige Information bekommen, das heißt, wie viel Saldo, wie viel Gleitzeit. Habe ich mehr als drei Zeilen, dann werden entsprechend der Scrollbalken rechts möglich und dann kann ich auch hoch und runter blättern. Ja, das ist eine Saldoanzeige. Dann könnten wir jetzt nochmal das Thema PZE angehen. Wir haben ja hier im Setup mehrere Funktionstasten, Funktionstaste 1 bis F6, also kommen, gehen, Dienstgang, Info, Pause und Betriebsrat. Innerhalb der Studio-Logik bieten wir einen sogenannten PZE-Modus an. Den PZE-Modus kann man unter den Grundeinstellungen PZE-Modus 2 aktivieren und Zeitzonen für einzelne Funktionstasten hinterlegen. Zum Beispiel im klassischen Bürobetrieb könnte man jetzt sagen, dass morgens von 4 Uhr bis entsprechend mittags 11 Uhr die Funktionstaste kommen aktiv sein soll. Das heißt, der Mitarbeiter braucht morgens nicht die Taste kommen oder gehen drücken. Die wird schon vorbelegt. Und dann ab der Nachmittagszeit, ich sage jetzt mal ab 14 Uhr, könnte das Terminal auf Gehen stehen und damit brauche ich dann auch nachmittags gar keine Gehen-Taste betätigen. Der Vorteil ist halt, ich drücke weniger, praktisch gesehen kann ich aber trotzdem innerhalb dieser Zeitfenster auch eine andere Funktion durchführen. Jetzt haben wir es ja ca. 15.06 Uhr, das heißt, jetzt müsste das Terminal auf Gehen stehen. Also man sieht, die Taste Gehen ist vorbelegt, farblich auch rot hinterlegt. Sieht man vielleicht in der Kamera nicht so perfekt. Ich könnte jetzt natürlich auch eine Kommt-Funktion machen. Müsste ich dann auch buchen und innerhalb von 10 Sekunden würde dann das Terminal auch wieder auf Gehen springen, hätte ich diese Buchung nicht ausgeführt. Innerhalb der PZE-Logik ist im Grunde so ein klassischer Büroalltag umsetzbar. Natürlich im Schichtbetrieb ist das auch nicht von Vorteil, weil er zur gleichen Zeit gekommen und gegangen wird. Jetzt hätte ich klassisch eine Gehenbuchung gemacht. Das heißt, morgen früh um 4 Uhr würde das Terminal wieder auf Kommen umswitchen. Ja, das wäre so im Grunde mal der kleine Einstieg in das Produkt Evo 3.5 in Kombination mit einer Zeiterfassung. Wichtig für euch ist, dass diese ganzen Felder sehr flexibel strukturierbar sind. Ich habe aber auch Einschränkungen. Wichtig ist, in dem Fall, ich kann bis zu 15 Funktionstasten im DataFox Studio definieren. Praktisch gesehen könnte ich jetzt hier mehrere Menüs machen, ist natürlich in der Zeiterfassung unpraktisch. Ich kann natürlich auch Untermenüs machen, ich kann Listenauswahlen gestalten, um vielleicht Abwesenheitsgründe zu definieren. Das sind alles Möglichkeiten, um die Eingabe für den Bediener zu erleichtern. Wichtig ist immer, mit wenig Tastendruck oder mit wenig Bedienung zum Erfolg zu kommen, um das Gerät entsprechend zu konfigurieren. Der Normalfall ist, dass das Terminal einen TFT-Bildschirm hat, bedeutet, das Terminal würde sich ausschalten nach der hier eingestellten Zeit. Nicht das Terminal, sondern das Display. Bei den Geräten, ich sag mal, ab 2020
haben die Geräte auch Näherungssensor. Es würde dann das Display nach 20 Sekunden ausgehen und bei Näherung, das heißt, wenn eine Person ca. 1 Meter vorm Terminal steht, wieder angehen. Das ist im Grunde der Hauptunterschied. Sonst ist in den Terminals, ich sage mal, älterer oder neuen Generation, nicht viel Änderung rein von der Hardware erkennbar. Ja, wichtig ist immer, DataFox Studio, neueste Version verwenden. Ganz wichtig. Habt ihr entsprechend noch Fragen dann für die weiteren Themen oder zu Details, dann setzt euch gerne mit Vertrieb und Support in Verbindung. Wichtig ist, habt ihr das Interesse an einem Gerät? Weil ganz ohne Gerät geht es nicht, in dem Setup viel zu machen. Man kann das theoretisch durchgehen. Praktisch gesehen, es ist natürlich ohne Geräte Hardware, um das zu testen, sehr komplex. Daher Testgeräte beim Vertrieb anfordern.